Etwas wird geschehen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Wie konnte Katie uns das nur antun? Ein gutes Kindermädchen mit Manieren, mit Anstand, mit einem Spürsinn für das Wesentliche ist so schwierig zu finden. Und was ist, wenn sich jetzt niemand auf die Anzeige meldet, die ich aufgegeben habe? Mit Sicherheit. Du brauchst nur ein bisschen Geduld. Guten Tag, Mrs. Banks. Mein Name ist Mary Poppins. Ich bin Ihr neues Kindermädchen. Stürmisches Wetter heute, nicht wahr? Entschuldigung, Mrs. Ich wollte... Ach, schon gut, Mrs. Brill. Sie können gehen. Wo sind die Kinder, Mrs. Banks? Die was? Ich hoffe, ich bin nicht unhöflich. Aber es ist nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen ungünstig, zu lange mit der ersten Begegnung zu warten. Neueste pädagogische Erkenntnisse? Sehen Sie, für die Kinder ist es ein Gewöhnungsprozess. Je eher sie sich an mich gewöhnt haben, desto eher werden sie an ihnen Fortschritte bemerken. Ordnung und Disziplin. Sie verderben, wenn ich zu lange warte. Ich verstehe! Wo habe ich sie denn? Ah! Hier! Ist das etwa eine Medizinflasche, Mary Poppins? Gold, richtig. Oh nein, aber wir sind doch gar nicht krank. Wenn wir gesund sind, brauchen wir auch keine Medizin. Willst du Medizin erst immer dann nehmen, wenn es schon zu spät ist? Wie töricht von dir. Dann schmeckt sie doch bitter. Es trinkt die Biene ihren Nektar von der Blüte bis zum Korb. Und somit fliegt sie emsig hin und her. Ein Tröpfchen sie für sich begehrt, von jeder Blüte, die sie lehrt. So schafft sie viel, es ist ein Kinderspiel. Denn ein Löffelchen voll Zucker, bitter Medizin, versüßt. Ja, Medizin, versüßt. Medizin, versüßt. Denn ein Löffelchen voll Zucker, bittere Medizin, versüßt. Rutscht sie gleich nochmal so gut. Hallo, Onkel, ich bin es, Mary Poppins. Wo steckst du? Ach, Mary, wie schön! Da seid ihr endlich! Willkommen, willkommen! Aber, Onkel, wir können dich gar nicht sehen. Oh, na ja, ich bin hier oben. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass es immer noch passiert, wenn du Geburtstag hast. Geburtstag? Er hat uns zum Geburtstag eingeladen. Oh, na ja, ich fürchte schon. Mary Poppins, was macht dein Onkel da oben? Das sieht so lustig aus. Reiß dich zusammen, Michael. Na ja, weißt du, mein Mädchen, das ist so. Ich freue mich einfach jedes Mal so sehr, wenn ich Geburtstag und gleichzeitig einen freien Tag habe, dass ich nicht aufhören kann zu lachen. Ich bin ein humorvoller Typ, weißt du? Und nach einer Weile, da fühle ich mich so leicht wie eine Feder. Das macht die ganze Luft in meinem Bauch. Er meint das Lachgas. Genau. Mr. Glatz, hier ist der Tee. Mr. Glatz? Hier oben, Frau Trockenpflaume. Bitte beruhigen Sie sich, es ist alles in bester Ordnung. Oh mein Gott. Also Mr. Glatz, das geht jetzt eindeutig zu weit, Mr. Glatz. Schade. Mir hat Ihre Geburtstagsfeier sehr gut gefallen, Mr. Glatz. Oh ja, mir auch. Ich fand auch, wir hatten einen äußerst vergnüglichen Nachmittag. Darum ist es jetzt sehr bedauerlich, dass ihr schon gehen müsst. Wir kommen Sie bestimmt bald wieder besuchen, Mr. Glatz. Mein Bauch tut weh.
Mrs. Brill. Aber Erhard! Was ist in dich gefahren? Ich wollte sie fragen, ob sie mir Kakao macht. Und dann hat sie mich nicht beachtet. Und dann habe ich an ihrem Rock gezogen. Was kann ich denn dafür? Und was ist mit dem Tisch? Ich glaube, der Junge muss an die frische Luft, Mrs. Banks. Ich werde mit den Kindern eine Runde spazieren gehen. In der Zeit kann Mrs. Brill die Ordnung wiederherstellen. Eine Scheibe mit Buchstaben drauf. Und ein Pfeil. Erklärst du mir, was das ist und was man damit machen kann, Mary Poppins? Das ist ein Kompass. Und sagt der Tochter auch, wo es ihm gefällt. Wenn sie du nie nimmt, der reist die Welt. Wo immer ihr auch hin wollt, er schickt euch dorthin. Doch ihr könnt ihn nur benutzen, wenn ich bei euch bin. Er kam zu mir und ich hüte ihn. Die Scheibe fängt schon an, sich im Kreis zu drehen. Bis 6 Uhr. Hast du es vergessen? Nein, natürlich nicht, aber entschuldige, ich kann dich heute leider nicht zum Tee einladen. Das ist alles, was ich verdient habe. Oh, Hebert. Mehr nicht? Tja, die Zeiten sind schlecht, fürchte ich. Und das, obwohl du so wunderbare Bilder malst. Das ist die Idee. Lass uns dorthin gehen, in das Bild hinein. Kannst du es versuchen, Mary Poppins? Versuchen? Für Bilderreisen habe ich noch nie mehr als einen Versuch gebraucht. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich bin Ihr Kellner für heute. Ich bringe Ihnen, wie gewünscht, den Nachmittagstee. Und frische Erdbeertörtchen. Oh. Darf es sonst noch etwas sein? Erdbeertörtchen? Oh, ich könnte sterben für Erdbeertörtchen. Das wäre es, glaube ich. Nicht wahr, Mary? Ja, danke. Wir sind wunschlos glücklich. Einen Moment. Ich hätte da noch eine Frage. Vorhin auf dem Bild, da habe ich Sie gar nicht gesehen. Wo kommen Sie auf einmal her? Oh, ich war da. Sie konnten mich nur nicht sehen, da ich hinter einem Baum stand. Als Junge war ich sehr gehemmt und stockte herum. Mein Vater mir die Nase zwickt und sprach, sei nicht so dumm. Eines Tages lernte ich das Wort, die Nase hatte rum. Das Wort ist reinster Zungensport und hört mal alle zu. Supercalifragilistisch, expialidocious. Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar als synthetisch. Wer es laut genug aussagt, scheint klug und fast prophetisch. Supercalifragilistisch, expialidocious. Hey! Supercalifragilistisch, expialidocious. Supercalifragilistisch, expialidocious. Supercalifragilistisch, expialidocious. Supercalifragilistisch, expialidocious. Ich werde noch ein bisschen weitermalen, um das Geld für den nächsten Tee zusammenzubekommen. Und ich werde zurückgehen in den Kirschbaumweg. Und zwar schnell. Ich mag es nicht, unpünktlich zu sein. Wirst du Jane und Michael erzählen, wo du warst? Natürlich. Und was wirst du sagen? Die Wahrheit. In meinem persönlichen kleinen Märchenland. Es freut mich sehr, Sie zu sehen, Mrs. Curry. Und Sie haben auch jemanden mitgebracht. Mit ihr Pfefferminzstangen. Vielen Dank. Danke sehr. Was für reizende Kinder, liebe Marie. Und so höflich.
Ihr seid doch sicherlich wegen meiner einzigartigen Lebkuchen hier, nicht wahr? Erraten, Mrs. Curry. Annie, Fanny, bringt die Lebkuchen! Ah, mein Lebkuchen hat einen Stern. Ah, ich weiß, den hättet ihr sehr gern. Jeder weiß, es gibt hier nichts Besseres, was da kommt, deswegen hierher. Jedes Kind da mit Lebkuchen Sternen möchte am liebsten noch sehr viel mehr. Schokoladengebäck, Pfefferminzbonbons und Lakritz, Zuckerstangen für dich. Greif nur zu, denn es ist kein Witz. Bitte, bitte, bitte sehr, heute gebe ich alles her. Schokoladengebäck, süße Honigdrops und Lakritz. Jane, Jane, was machen die denn da? Das sind doch unsere Lebkuchensterne. Sie haben sie uns geklaut. Die Körbe sind leer. Wunderbar. Zeit zu gehen. Westwind. Es ist Frühling. Könnt ihr es nicht riechen? Hört ihr nicht die Vögel zwitschern? Oh ja, Frühling. Ich habe eben noch zu Mrs. Brill gesagt, ich glaube, der Wind hat sich gedreht. Richtig. Wir haben Westwind. Ich kann es in jedem Knochen spüren. Hast du das gehört, Michael? Der Wind hat sich gedreht. Weißt du, was das bedeutet? Mrs. Banks, ich gehe. Das ist für dich, Michael. Auf Wiedersehen, Jane. Nein, Mary Poppins. Geh nicht. Bleib bei uns. Aber, das ist ja unglaublich. Den Kompass. In meiner Hand schaut auf den Kompass. Aber sie hat dir ja gar nichts geschenkt. Doch, das hat sie. Sie hat gesagt, auf Wiedersehen. Sie kommt wieder, ich weiß es. Mary Poppins hält immer, was sie verspricht. Chimney, chim, 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 der Mann auf dem Schornstein, der hat was für sie. Chim, chimney, chim, chimney, chim, 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 er bringt ihnen Glück und die Liebe dazu. Er bringt ihnen Glück und die Liebe dazu. Lamdilei, superkalifragilistisch, espialitätisch, dieses Wort bringt durch und durch, furchtbar als synthetisch, wer es lang genug aus, ein klug und fast prophetisch, superkalifragilistisch.